Hallo, heute zeige ich euch, wie man Gleichungen dritten Grades löst. Gleichungen dritten Grades, das sind Polynome, in denen ein x mit der höchsten Potenz 3 vorkommt. Alle anderen sind kleiner. Und zum Lösen von Gleichungen dritten Grades zeige ich hier zwei Verfahren. Das erste Verfahren ist das Ausklammern von einem x aus dieser Gleichung, um die Lösungen zu bekommen. Und das zweite Verfahren ist eine Lösung mit Hilfe des Taschenrechners. Los geht's! Wir wollen die Lösung dieser Gleichungen berechnen. Wir sehen, es handelt sich um eine Gleichung dritten Grades. Und wichtig ist, dass auf der rechten Seite dieser Gleichung immer eine 0 steht. Falls hier irgendetwas anderes steht, ein x oder irgendeine Zahl, dann muss man die erst auf die linke Seite bringen. Dadurch kann man hier immer eine 0 erzeugen. Und das allgemeine Lösungsverfahren für Gleichungen dritten Grades lautet: Klammere ein x aus dieser Gleichung, wenn es möglich ist. Wir sehen, es ist hier möglich, denn in jedem Summanden ist zumindest ein x enthalten, das wir ausklammern können. Dann machen wir das. Das sieht so aus. Hier haben wir das ausgeklammerte x und in der Klammer stehen nun die Terme, die übrig geblieben sind. Von hier ein 2x², von hier ein 2x und von hier eine minus 12. Zur Probe kann man das wieder ausmultiplizieren. Dann kommt wieder der obige Ausdruck heraus. So, was nützt uns das? Wir haben jetzt hier ein Produkt. Wir sehen hier einen Malpunkt. Vor dem Mal steht etwas und hinter dem Mal steht etwas. Die beiden etwas, die nennt man Faktoren. Und wenn wir ein Produkt haben, das 0 ergeben muss, dann gibt es den berühmten Satz vom Nullprodukt, den wir hier anwenden können. Der besagt, ein Produkt ist dann 0, wenn entweder der erste Faktor 0 ist oder der zweite Faktor 0. Also die erste Lösung wäre, wenn dieser Faktor hier 0 ist, dann lautet unsere erste Lösung x1 gleich 0. Oder wenn der Inhalt dieser Klammer hier 0 ist, 2x² plus 2x minus 12 gleich 0. Warum gilt dieser Satz? Naja, wenn hier irgendeine Zahl steht, sagen wir 7 mal 0, dann ist das ganze Produkt 0. Und andersrum, wenn hier eine 0 steht und hier eine 13 oder irgendetwas, dann ergibt das Produkt auch 0. Also beide Fälle ergeben Lösungen. Eine Lösung haben wir schon, x gleich 0 löst diese Gleichung. Und die anderen Lösungen bekommen wir nun aus dieser Gleichung. Wir sehen, es handelt sich jetzt um eine quadratische Gleichung. Also durch das Ausklammern von dem x ist aus der Gleichung dritten Grades eine Gleichung zweiten Grades geworden. Und wir wissen ja, wie man Gleichungen zweiten Grades immer lösen kann mit der PQ-Formel. Dann machen wir das mal. Ihr wisst, bevor man die PQ-Formel anwenden kann, muss man zuerst alle Zahlen, die vor dem x² stehen, beseitigen, indem wir diese Gleichung hier durch 2 teilen. Sieht sie so aus. Jetzt können wir die PQ-Formel anwenden. Das p ist die Zahl vor dem x, also 1. Das q ist die Zahl ohne x, also minus 6. Die PQ-Formel kennt ihr sicher noch. Die sieht so aus. Die solltet ihr am besten auswendig können, weil sie so oft benötigt wird. Jetzt müssen wir nur diese Werte p und q in die PQ-Formel einsetzen. Das p landet hier und das q landet hier hinten. Achtung, aus der minus 6 wird eine plus 6, weil in der PQ-Formel selbst hier schon ein minus q steht. Die beiden Ergebnisse, die hier rauskommen, habe ich x2 und x3 genannt, weil ich x1 für diese Lösung bereits benutzt habe. So, dann rechnen wir das aus und bekommen die Werte x2 gleich 2 und x3 gleich minus 3. Damit haben wir drei Lösungen gefunden dieser Gleichung dritten Grades. Die Lösungsmenge lautet 0, 2 und minus 3. Ihr könnt gerne die Probe machen und einen dieser drei Werte hier oben in die ursprüngliche Gleichung einzusetzen für das x. Und dann könnt ihr bestätigen, dass immer eine 0 rauskommt. Also sind das die drei Lösungen dieser Gleichung.
Hat eine Gleichung dritten Grades immer drei Lösungen? Nein, es können auch weniger sein. Das will ich euch an diesem Beispiel mal demonstrieren. Es handelt sich wieder um eine Gleichung dritten Grades. Auf der rechten Seite steht eine 0 und wir können ein x aus jedem Summanden ausklammern. Das sieht dann so aus. Wir bekommen wieder die erste Lösung, x1 gleich 0 aus unserem Satz vom Nullprodukt. Und die anderen Lösungen müssten aus dieser Klammer folgen, wenn x² plus 4 gleich 0 ist. Auch hier haben wir wieder eine quadratische Gleichung erhalten. Die könnten wir mit der PQ-Formel lösen, das geht immer. Aber hier, wo kein Linearterm vorhanden ist, geht es auch einfacher durch Umstellen. Hier bringen wir mal die 4 auf die andere Seite. Sieht so aus. x² gleich minus 4. Um das x jetzt alleine zu bekommen, könnten wir aus dieser Gleichung die Wurzel ziehen. Aber hier passiert ein Unglück. Ihr wisst, aus einer negativen Zahl kann man keine Wurzel ziehen. Deswegen ergibt sich hier keine Lösung. Die einzige Lösung ist also x gleich 0 für diese Gleichung. Hieraus bekommen wir keine weiteren Lösungen und damit hat diese Gleichung wirklich nur eine Lösung. Die Lösungsmenge enthält nur die 0. So, nun kommen wir zu dem Fall, wo wir aus unserer Gleichung nicht ein x ausklammern können. Wir sehen, hier steht jetzt eine Zahl ohne x. Wir können hier deshalb kein x ausklammern. Das geht nicht. Was tun wir jetzt? Theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass man diese Gleichung mit einer Polynomendivision löst oder mit dem Horner-Schema, wenn ihr das kennt. Aber das will ich in einem anderen Video zeigen. Hier schauen wir uns lieber ein einfacheres Verfahren an mit dem Taschenrechner. Da der Operator hier heißt, bestimmen Sie die Lösung und nicht berechnen Sie, ist es erlaubt, mit den Taschenrechnerfunktionen hier die Nullstellen zu bestimmen. Wie das geht, zeige ich euch an diesem Casio-Modell, das ihr wahrscheinlich auch habt. Wir gehen hier oben auf Menü, dann erscheint dieses Display, wo wir verschiedene Berechnungen anwählen können. Und dann gehen wir hier mit dem Cursor nach rechts unten, bis wir hier auf dieses Feld mit Gleichungen und Funktionen kommen. Das wählen wir aus. Dann bekommen wir hier eine Auswahl, ob wir ein Gleichungssystem oder eine Polynomgleichung lösen wollen. Das ist eine Polynomgleichung, also wählen wir Punkt 2 aus und geben an, dass es sich um ein Polynom dritten Grades handelt. Dann erscheint diese Maske. Wir erkennen hier in der Anzeige ein ax hoch 3 plus bx² plus cx plus d, also ein Polynom dritten Grades. Und nun können wir die Vorfaktoren, also die Zahlen vor den Potenzen von x, einfach eingeben. In der Reihenfolge, wie sie hier stehen. Also zuerst eine 1, dann eine minus 2, dann eine minus 5 und dann eine 6. Und je nach jeder Zahl bestätigen wir mit ist gleich. Zum Abschluss drücken wir nochmal ist gleich und bekommen dann die Lösung unserer Gleichung angezeigt. x1 ist minus 2, das ist also die erste Lösung dieser Gleichung. Nochmal ist gleich drücken, bekommen wir die nächste Lösung, 3, und noch eine Lösung, x3 gleich 1. Und damit haben wir die drei Lösungen dieser Gleichung ebenfalls bekommen. Ihr könnt durch Einsetzen überprüfen, ob es tatsächlich stimmt. Nun möchte ich noch zu dem Fall zurückkommen, den wir eben betrachtet haben, dass wir nur eine einzige Lösung berechnen konnten aus dieser Gleichung. Was passiert eigentlich bei unserem Taschenrechner, wenn wir das eingeben? Wir erinnern uns beim Ausklammern von einem x so aus, hier haben wir eine Lösung 0 rausbekommen und aus dieser Klammer hier keine Lösung. Also geben wir diese Werte hier in unseren Taschenrechner mal ein. Unser a ist 1. Das b kommt nicht vor, also geben wir eine 0 ein. Das c ist gleich 4. Das d kommt nicht vor, ist also wieder 0. Nach jeder Zahl mit ist gleich bestätigen. Und ist gleich drücken. Und dann bekommen wir ein seltsames Ergebnis. Er sagt uns x1 gleich 2i. Huch, was ist das?
Nochmal ist gleich drücken. Die zweite Lösung lautet minus 2i und die dritte Lösung ist gleich 0. Die kennen wir schon, aber was ist das? Eigentlich sollte es ja nur eine reelle Lösung geben. Ja, dieses i, da verlassen wir jetzt mal unsere Schulmathematik und schauen uns mal an, was an den Universitäten so gemacht wird. Man kann eine Zahl i definieren, die soll die Wurzel aus minus 1 sein. Jetzt schüttelt ihr wahrscheinlich den Kopf und sagt, wir haben immer gelernt, aus negativen Zahlen kann man keine Wurzel ziehen. Okay, das ist in der Schule richtig, aber wir definieren uns einfach mal eine Zahl i, so als gäbe es sie, das sei mal die Wurzel aus minus 1 und gucken mal, ob man mit der rechnen kann. Das ist eine imaginäre Zahl, deswegen hat die den Buchstaben i. Unsere Lösung, die wir hier bekommen haben, ist 2i. Das ist also dann einfach zweimal die Wurzel aus minus 1. Und 2i zum Quadrat wäre dann eben 2 zum Quadrat, gibt 4. Und Wurzel aus minus 1 zum Quadrat, ja, Quadrat hebt die Wurzel auf, gibt eine minus 1. Also ist 2i zum Quadrat gleich minus 4. Gut, und das soll eine Lösung sein? Ja. Wenn wir nämlich dieses 2i hier einsetzen und hier, dann steht hier 2i mal 2i Quadrat gibt minus 4 plus 4 gleich 0. Und tatsächlich, ihr seht, diese Lösung ist richtig, denn diese Klammer hier ist 0 und ganz egal, was das hier ist, irgendwas mal 0 ergibt 0, also ist es eine korrekte Lösung mit dieser imaginären Zahl i. Zur Beruhigung, die werdet ihr in der Schule nicht brauchen, die braucht ihr an der Uni. Aber ich wollte euch hiermit schon mal zeigen, was unser Taschenrechner in diesem Fall, wo es nur eine Lösung einer Gleichung dritten Grades gibt, so seltsame Sachen anzeigt. Nur damit ihr das kennt und versteht. Brauchen werdet ihr es in der Schule eher nicht. Okay, dann tschüss.